Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Erstmal vielen Dank, dass so viele Leute, über 7000, sich die Prognose zum ersten Spieltag angeschaut haben. Hat mich mega gefreut. Jetzt gibt's nochmal den zweiten Spieltag komplett. Dann am Montag den dritten Spieltag auch komplett. Alles ganz normal mit Zusammenfassung. Ist ja dann englische Woche. Danach gibt's dann Abstimmungen ab dem vierten Spieltag. Da tue ich dann auch wieder zweite und dritte Liga gemeinsam in einen Topf, in eine Prognose sozusagen. Da habe ich dann, ja, das habe ich bei der zweiten Liga schon erklärt. Jetzt erkläre ich es nochmal ganz kurz. Ihr könnt in den Kommentaren abstimmen. Da sind alle 10 Partien in meinem angepinnten Kommentar ja einmal aufgelistet. Und dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten jeweils für die Partie geben, die ihr sehen wollt, beziehungsweise die ihr nicht sehen wollt. Ich werde wahrscheinlich immer 3 von 10 Partien in einer normalen Prognose machen. Die anderen dann auf andere Art und Weise präsentieren, weil das zeitlich einfach anders nicht möglich ist, aber ich habe es ja schon mal erklärt. Ja, ansonsten, ich will nicht viel rumlabern. Ihr seht hier nochmal alle Partien im Überblick. Und bevor es jetzt losgeht, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Außerdem, das Gelaber ist gleich vorbei. Aber würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim André Libby, wird es glaube ich ausgesprochen, nochmal vorbeischaut. Der macht Videos zur dritten Liga. Kann ich sehr empfehlen. Der hat eine sehr gute Meinung. Also was heißt eine sehr gute Meinung? Er kann sich sehr gut artikulieren und dementsprechend kann ich den nur empfehlen. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn euch dritte Liga interessiert. Das war es jetzt wirklich mit dem Rumgeplänkel. Los geht's mit Bayern München gegen den KFC Uerdingen. Der FC Bayern München 2 empfing zum Auftakt des zweiten Spieltages den KFC Uerdingen. Die Bayern selbst verloren gegen die Kickers aus Würzburg mit 3:1. Die Krefelder hingegen konnten knapp mit 1:0 gegen den hallischen FC gewinnen. Die Gäste hatten ja auch die bessere Auftaktphase und kamen dann hier auch zu dieser Halbmöglichkeit. Die Flanke von der Seite wirklich nicht schlecht reingebracht. In der Mitte fehlen dann nur einige wenige Zentimeter zum Einschlag. Nun der KFC Uerdingen mit dem Versuch nach vorn herauszuspielen, aber der Ballgewinn der Münchner Amateure. Stark dann von Schabani in die Spitze gespielt und Timo Kehrn mit dem 1:0. 24. Minute. Der etwas schmeichelhafte Treffer für den FC Bayern München, aber Timo Kehrn ist ein abgezockter Torjäger. Hat er in der letzten Saison in der Regionalliga für Waldhof Mannheim noch mehrmals unter Beweis gestellt. Doch der KFC wollte noch antworten vor der Pause. Das ist Maxo, der Innenverteidiger, nach einer Ecke vorne geblieben, aber Früchtel ist da und hält den Ball sogar fest. Und somit ging es mit dem 1:0 für die Bayern in die Pause. Dem Spielverlauf nicht unbedingt entsprechend, aber sie waren in der Chancenverwertung einfach deutlich effizienter als die Gäste das waren. Das wollten sie wiederum im zweiten Durchgang ändern, die in weiß gekleideten Krefelder, und kamen dann auch zum Schuss durch Konrad, der diesen Ball aus der zweiten Reihe aber nicht wirklich gefährlich und präzise in Richtung des Gehäuses bekommt. Dementsprechend keine Gefahr für Früchte. Nun die Bayern aber wieder stärker. Großkreuz und dann die Klärungsaktion, die aber eher nach hinten losgeht. Schabani, Batista Meier sieht Welzmüller und der haut dann drauf. Trifft nur das Aluminium, aber ein richtig satter Schuss. Königshofer wäre wohl vergeblich gesprungen. Nochmal eine Möglichkeit. Kehrn in der 87. Spielminute. Das 2:0 sollte nicht mehr her, aber am Ende blieb es bei diesem Resultat. Der FC Bayern München 2 gewinnt mit 1:0 und fährt damit die ersten 3 Punkte in dieser Saison ein. Das Spiel der Braunschweiger Löwen war wirklich beachtlich. Ein super Tag von Martin Kobylanski. Neuzugang von Preußen Münster sicherte unter anderem das 4:2. Die Münchner Löwen gaben in der letzten Minute durch Sascha Mölders eine Riesenmöglichkeit. Und hier ging es dann erstmal schlecht los im Löwenduell. Marc Fitzner, gerade mal 3 Minuten waren da von der Uhr. Nun aber die direkte Antwort. 7. Spielminute. Wiltsch und Dressel. Der hatte eigentlich keine Unterstützung, macht das Beste draus. Wein steht am ersten Pfosten und haut das Ding ein. Die perfekte Antwort, viel besser hätte es nicht laufen können.
München 60 schlug sofort zurück. Es war eine unterhaltsame Partie am Samstagnachmittag. Keine langen Mittelfeldphasen, immer wieder Abschlüsse. Martin Kobylanski hier. Diesmal war er noch nicht erfolgreich. Dennoch wurde auch er immer wieder gesucht. Nach 21 Minuten stand es weiterhin 1:1. Vor der Pause nun nochmal die Gäste. Sascha Mölders, Steinhardt wieder zu Mölders. Der bringt Bekirolo mit ins Spiel. Nkansa klärt die Situation unzureichend. Wein zu Wiltsch und Engelhardt pariert. Fejsic musste ja ausgewechselt werden gegen Magdeburg und wurde aus Sicherheitsgründen heute noch geschont. Engelhardt im Kasten machte seine Aufgabe soweit ganz gut. 1:1 nach 45 Minuten. Eine ausgeglichene Partie, dementsprechend dieses Resultat auch gerechtfertigt. Doch die Blau-Gelben wollten nun den nächsten Treffer erzielen. Das ist Nick Proschwitz, der sich dann selber mal ein Herz fasst. Wirklich gut war dieser Schuss jetzt nicht, aber zumindest die Abschlüsse waren da. Braunschweig schloss an diese positive Stimmung nach vorne an und kam zur nächsten Aktion über Bär und Kessel. Fitzner, Kobylanski, Bär. Weber klärt den Kopfball in die Mitte. Nicht gut gemacht. Fitzner mit der Flanke und Mike Feigenspan mit dem 2:1. Bohmann etwas zu weit vor seinem Kasten und da kann er dann eben nichts mehr anstellen. Doch davon zeigten sich wiederum die Gäste angestachelt. Wein, Dressel auf die rechte Seite. Wiltsch hat die Übersicht. Mölders, eiskalt. 87. Minute, 2:2. Tolle Partie im Duell Braunschweig gegen 1860. Und es gab sogar die Möglichkeit zum 3:2. Bekirolo, aber nein. Engelhardt hält das Ding fest und damit den Punkt für Eintracht Braunschweig. Die Münchner Löwen also zum zweiten Mal in Folge mit einem Unentschieden. Braunschweig startet mit 4 Punkten aus 2 Spielen in die Saison und damit kann man sicherlich sehr gut leben. Der FC Carl Zeiss Jena musste durch 2 Eigentore vor Neuzugang Marian Saar eine Pleite am Montagabend gegen Ingolstadt hinnehmen. Das war richtig schmerzhaft, aber gegen Preußen Münster sollte es nun besser laufen. Gabriele bereits im Strafraum, zieht den Ball nochmal zurück zu Bock. Pagliuccia ist der Letzte in dieser Kette. Schulz in die Hus hält den Ball aber ohne Probleme fest. Dennoch waren die gelben Gäste hier richtig gut aufgelegt. Wieder Gabriele kommt gegen Kittner durch. Starker Ball. Doch Schulz in die Hus ist aufmerksam. Kommt ausreichend raus. Ist als erstes am Ball und somit alles gut. Kein Foul. Dieser Bodenabschuss dann von Cueto verarbeitet. Sollte schnell in die Spitze gehen. Schnellbacher, Brandenburger, Cueto. Ging dann auch relativ schnell vom 1-16er in den anderen. Hier wird aber nur das Außennetz strapaziert. 0:0 nach 45 Minuten. Die ein oder andere Möglichkeit gab es schon, aber so die ganz großen Highlights blieben erstmal noch aus. Der FC Carl Zeiss Jena jetzt aber wieder mit dem besseren Beginn in den Spielabschnitt über die linke Seite mit Eckert, dem Torschützen des 1:0 gegen die Schanzer. Fasnacht, guter Ball. Sehr guter Ball sogar. Wieder Schulz in die Hus, der da ist, fährt das Bein aus und der Ball nicht im Kasten. Jetzt Preußen Münster. Julian Schauerte auf der rechten Außenbahn. Mit etwas Glück der Ball zu Wagner. Brandenburger, Wagner, wieder Julian Schauerte. Der bewahrt die Ruhe. Mörschel! Aber Joe Coppens hält und den Ball dann sogar fest. Keine Viertelstunde mehr zu spielen, beziehungsweise knappe Viertelstunde. Nochmal Carl Zeiss Jena und jetzt war der Ball im Kasten. Dominik Bock, 74. Minute.
Was für ein Tor. Für Schulze-Niehus diesmal gar nichts mehr zu halten. Doch die Preußen wollten noch ausgleichen. Nicht das erste Heimspiel verlieren. Julian schauerte nochmal. Wagner trifft nur die Latte. Äußerst unglücklich. Und das war das letzte Highlight der Partie. Der FC Carl Zeiss Jena entführt etwas glücklich diesen Dreier aus Münster. Nimmt den sehr gerne mit nach Hause und Preußen Münster hat nur einen Punkt aus den ersten beiden Spielen geholt. Der FC Ingolstadt gegen den MSV Duisburg, ein Duell zweier Absteiger. Die Duisburger konnten aber deutlich mehr überzeugen beim 4:1 gegen Groß Asbach als Ingolstadt beim 2:1 über Jena. Und so wurde es auch hier erstmal wieder offensichtlich. Peter Sliskovic in der 6. Spielminute mit dem 1:0 für die Gäste. Da wird Buntic aus der Distanz keine Möglichkeit zur Abwehr geboten. Die Schanze hatten ja durch zwei Eigentore von Saar das Spiel noch gewonnen. Und hier waren die offensiven Zeichen auch in der Regel nur aus der zweiten Reihe mal in Richtung des Tores gebracht und wirkliche Gefahr für das Tor von Leo Weinkauf entstand dabei nicht. Sie kam aber wieder. Kutschke! Und jetzt näherten sie sich an mit diesen Schüssen. Schöne Schusstechnik mit dem linken Fuß und der geht dann im Endeffekt relativ knapp vorbei. Die Meidericher ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Albutat auf die rechte Seite. Dajna mit der Flanke. Sliskovic, Kopfball-Doppelpack, 38. Minute. So kann's mal laufen. Gegen Groß Asbach nur als Joker aktiv. Jetzt schlägt er hier zu. 0:2 nach 45 Minuten im Audi Sportpark. War die Stimmung schon etwas gedämpfter. Das hätte man sich anders vorgestellt. Im zweiten Durchgang nun der MSV. Tim Albutat. Sehr schöner Ball auf Dajna. Lukas Dajna schießt ab. Der Ball geht aber knapp drüber. Buntic hätte nur noch vermutlich auch hinterher schauen können. Standardsituation von Stoppelkamp. Matchwinner vom Spiel gegen Groß Asbach. Sliskovic an die Latte. Buntic hält noch. Dann Albutat im Nachschuss. Aber das hier von Buntic richtig stark gemacht. Auch etwas Glück dabei, klar. Aber die Reaktionsfähigkeit war à la Bonheur. Den Ingolstädtern lief die Zeit davon. Wir sind schon in der Schlussphase. Sie kamen nochmal. Stefan Kutschke. Der Abschluss von Böder aber abgefälscht. Entschärft, keine Gefahr für Weinkauf und somit blieb es am Ende beim 0:2. Der MSV hatte nicht unbedingt mehr Tormöglichkeiten, aber die besseren und auch die besseren Abschlüsse. So gewinnen sie hier mit 2:0. Die SG Sonnhof Groß Asbach verlor mit 4:1 gegen den MSV Duisburg und der erste FC Kaiserslautern machte diese Fahrt hier in die Mechatronik Arena zum Heimspiel. Es waren wirklich unglaublich viele lauterer Fans dabei. Die wollten dann den ersten Sieg in dieser Saison sehen. Beim 1:1 gegen Unterhaching klappte es ja im Endeffekt nicht ganz. Hier die erste Möglichkeit durch Pick, trifft dann aber nur das Außennetz. Doch die Roten Teufel waren hier zunächst die bessere Mannschaft. Leis versucht das zu klären, aber Schad macht den Ball nochmal heiß. Thiele zu Bachmann, Sickinger, Thiele an die Latte. Super Schuss, aber keine Zeit zur Ruhe, da war auch noch Reule dran. Der anschließende Gegenangriff, Röttger, Hingerl, genialer Ball zu Nikolas Jüllich, das ist kein Abseits. Jüllich vor Grill, hämmert den Ball rein, 1:0 für die Gastgeber. 24. Minute, erster Schuss aufs Tor, erstes Tor für die Gastgeber eben. Doch Kaiserslautern ließ sich davon nicht wirklich beirren. Schad mit dem Ballgewinn. Aus einer guten Position dann die Flanke. Starke lauert auf sowas. Und der Neuzugang vom FC Carl Zeiss Jena sticht dann noch. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel.
Schad mit dem guten Auge. Reule ist noch dran, kriegt den Ball aber nicht mehr aus dem Gehäuse richtig raus. Nach 45 Minuten dieses 1:1 etwas glücklich für die Heimelf. Aber im zweiten Durchgang wollte Lautern die Chancen dann auch reinmachen. Christoph Hemmlein. Schöne Abnahme hier aus der Luft. Der hat da eine gute Drehung drauf. Geht dann knapp übers Lattenkreuz hinweg. Nun einer der wenigen Angriffe von Groß Asbach. Grill kann diese Flanke normalerweise festhalten, boxt sie aber raus. Martinovic. Hingerl, guter Ball in die Spitze und Poggenberg scheitert dann an Grill. Ist eben kein Stürmer, der Winkel ist auch spitz. Aber zumindest mal noch ein Abschluss. Doch so richtig gut war der Auftritt von Sonnenhof Groß Asbach wirklich nicht. Zuletzt nochmal der erste FC Kaiserslautern. Nicht zweimal 1:1 hintereinander zum Auftakt der dritten Liga. Aber so war es am Ende. Bachmann nochmal mit einer guten Chance. Der geht aber raus. Und somit bleibt es bei diesem Remis, das für den ersten FC Kaiserslautern gefühlt schon direkt zu wenig ist. Die Spielvereinigung Unterhaching empfing die Würzburger Kickers und die Kickers konnten beim 3:1 gegen den FC Bayern 2 wirklich überzeugen. Aber auch Unterhaching hatte eine zufriedenstellende Leistung auf dem Betzenberg beim 1:1 gezeigt. Hier wollten die Bayern gegen die Franken klar machen, in welche Richtung es geht. Bigalke dann mal mit dem ersten Abschluss. Kein Problem, aber für Verstappen, der diesen Ball ohne Probleme aus der Luft angeln kann. Doch die rot-blauen Gastgeber waren hier deutlich spielbestimmt. Starke Flanke eigentlich. Hansen halb dazwischen, kann es nicht richtig klären. Dombrovka, Bigalke mit dem nächsten Schuss. Wieder Verstappen. Da war schon die erste Hälfte fast vorbei. Von den Gästen wirklich relativ wenig nach vorne. Das war recht enttäuschend. Da hatte man sich mehr vorgestellt. Stattdessen nochmal die Spielvereinigung. Schimmer kommt nicht durch. Schimmer versucht es dann selber. Und jetzt war Verstappen das erste Mal so richtig gefordert. Super Schuss aus knapp 17 Metern und diese Reaktion in der 44. Minute dann à la Bonheur. Torlos ging es dann in die Pause. Unterhaching machte eine gute Partie, verpasste es aber, den Treffer zu erzielen. Für Würzburg war das absolut schmeichelhaft. Ein ähnliches Bild zeigte sich dann zu Beginn des zweiten Durchgangs. Wieder Unterhaching. Hufnagel, Schimmer! Macht da weiter, wo er aufgehört hat. Vor der Pause. Schließt ab und scheitert ganz knapp. Das hätte es hier wirklich sein können. Glück für Verstappen. Nun endlich mal die Elf von Schiele nach vorne unterwegs. Baumann, der Abschluss ist nicht schlecht. Mantel mit der Parade. Das erste Mal wirklich gefordert gegen Pfeiffer, der auch erfolgreich war bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Einer der wenigen Lichtblicke an diesem Nachmittag. Sollte nun doch noch der Lucky Punch gelingen. Hegele, Wiedemann und Schupan. Gnase und dann diese Riesenmöglichkeit. Mantel wehrt den Ball an den Pfosten ab und dieses Glück hat sich die Spielvereinigung am Ende wirklich redlich verdient. Es bleibt beim 0:0. Alles in allem ärgerlich für die Gastgeber. Der Hallesche FC musste sich 1:0 gegen den KFC Uerdingen geschlagen geben. Ärgerlich am Ende. Aber davon kann der FC Hansa Rostock nur ein Liedchen singen. Nach 3:0-Führung gegen den Aufsteiger Viktoria Köln noch ein 3:3. Das war wirklich ärgerlich, vor allem im heimischen Ostseestadion. Der Gastgeber hier mit der ersten offensiven Annäherung, wirklich viele Highlights gab es hier
im ersten Durchgang wirklich nicht, sodass diese abgefangene Flanke von Kolke schon zu einer der wenigen Strafraumaktionen gehörte. Doch der HFC kam nochmal vor der Pause über die linke Seite mit Gotau. Gute Flanke, Lindenhahn. Kolke mit der Parade im Nachschuss. Lindenhahn dann etwas glücklos. Aber hier die Parade von Kolke durchaus ansehnlich. Folgerichtig, mit wenigen Möglichkeiten ging es ohne Tore in die Katakomben. Das sollte sich nun hoffentlich verbessern. Zwei eigentlich gut klingende Namen spielten hier noch keinen guten Fußball. Die Korge wollte es aber nun besser machen. Öztürk, Breyer zu Corbinian Vollmann. Eisele mit der Parade. Das war jetzt mal gut gemacht und gut gespielt. Vollmann geht da mit einer schönen Körperbewegung an den Verteidigern vorbei, kommt auch zum guten Abschluss, aber Eisele eben zur Stelle. Der FC Hansa nun aber etwas zwingender im zweiten Durchgang. Vollmann, Breyer, aber Eisele ist da. Immerhin jetzt mal Abschlusssituation. Dann auf der Gegenseite Mirnes Pepic, der den Ball relativ motivationslos hier ins Ausdrischt. Aber der HFC blieb dran. Jopek und dann die nächste Möglichkeit. Lindenhahn, Kolke hält den Ball fest. Richtig begeisternd war dieses Spiel im zweiten Abschnitt auch nicht, aber deutlich besser als im ersten. Und so in der Schlussphase nochmal die Chance für Hansa Rostock. Opoku, Mirnes Pepic, nein. Und somit blieb es bei diesem etwas enttäuschenden 0:0. Beide Teams damit nach zwei Spielen ohne einen Sieg. Hier haben sich zwei gute Mannschaften in der Defensive einfach neutralisiert. Waldhof Mannheim holte ein 1:1 beim Chemnitzer FC und wollte jetzt gegen den SV Meppen zu Hause den ersten Dreier in der eingleisigen dritten Liga in ihrer Geschichte einfahren. Der SV Meppen verlor mit 0:2 gegen Zwickau, das war nicht sonderlich schön anzuschauen. Hier erstmal ein wunderschönes Tor. Kevin Coffey in der 14. Minute haut den Ball oben links rein. Super Treffer, Mannheim früh in Führung. Sollte Selbstvertrauen geben, aber der SV Meppen ist eine abgezockte Drittligamannschaft und so kam sie dann kurz vor der Pause nochmal zu einer Chance. Doch Scholz hat etwas Glück, dass er den Ball hier an die Wade bekommt. Von da prallt der Ball dann ins Tor aus. Und den Eckstoß schauen wir uns auch nochmal an. Nicht ungefährlich, Krämer per Kopf. Nicht der größte, aber dennoch durchaus gefährlich, diese Situation. Mit der Führung ging es dann aber in die Pause und die Mannheimer konnten damit wirklich sehr gut leben. Meppen hingegen legte auch keinen schlechten Auftritt hin, doch die Abschlüsse waren noch zu ungefährlich. Im zweiten Durchgang dann Waldhof Mannheim mit dem 2:0 auf dem Fuß, beziehungsweise zumindest im Kopf. Dann ging es schnell in die andere Richtung. Düker, Krämer 1:1. Und so schnell kann es gehen, wenn man vorne auf die Tube drücken will und sich das dann bestraft. 53. Minute, 1:1. Nichts zu halten für Scholz. Starker, strammer Schuss. Und somit Gleichstand. Nun wieder die Gastgeber. Coffey, eben Torschütze vom 1:0 gewesen. Hier mit dem nächsten Abschluss, aber der geht relativ deutlich rüber. Keine Gefahr für das Meppener Gehäuse. Wir bewegen uns schon auf die Schlussphase zu. Der SV Waldhof Mannheim wollte hier seinen Fans was bieten. Diering! Und die Führung wäre schon denkbar und nicht unverdient gewesen. Das war ein sehr starker Auftritt hier der Gastgeber. Und der SV Meppen konnte von Glück reden, nicht in Rückstand geraten zu sein. Jetzt kam sie über eine der wenigen Konteraktionen nochmal nach vorne. Piosek mit der Flanke, Kleinsorge. 79. Minute, 2:1 und das ließ einen als neutralen Beobachter etwas sprachlos zurück. Zwei Chancen
für den SV Meppen im zweiten Durchgang. 2 Tore, sie drehen diese Partie. Mannheim war die klar bessere Mannschaft, muss sich am Ende aber unglücklicherweise geschlagen geben. Viktoria Köln zeigte eine richtig starke Moral beim 3:3 gegen den FC Hansa Rostock. Der Chemnitzer FC kam auch nach Rückstand zurück, 1:1 am Ende gegen Waldhof Mannheim. Hier waren die Gastgeber sehr gut aufgelegt zu Beginn. Wunderlich schickt Kreier auf die Reise, der mit einer schönen Flanke, und in der Mitte ist dann Suheyel Najada und drückt in der 25. Minute den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Jakubow ist aus kurzer Distanz ohne jegliche Reaktionsmöglichkeit. Doch der CFC war hier nicht die schlechtere Mannschaft. Müller mit der Flanke, Kiere erstmal dazwischen. Fran dann zu Garcia. Nicht wirklich gefährlich, doch offensive Aktionen der Gäste waren immer wieder da. Bis dato aber noch ohne wirklich zwingenden Erfolg. Nun wieder die Kölner. Wunderlich, Sagiri und 2:0. Hamza Sagiri in der 35. Minute. Ärgerlich für den Chemnitzer FC. Ist dann im Endeffekt stark gespielt, aber so 10 Minuten vor dem Seitenwechsel doch relativ unnötig. Deswegen wollten sie noch anschließen. Hoppe mit der Flanke. Garcia nochmal zu Redemann. Der legt den Ball zu Tarsus Bonga. Mesenhöhler hält den Ball fest, wäre aber auch abseits gewesen. Das heißt, der Treffer so oder so irregulär. Hier stehen gleich 2 Spieler im strafbaren Raum. Nach 45 Minuten ein 2:0 für Viktoria Köln, wobei sie eben nicht mehr Spielanteile hatten, sondern relativ ausgeglichene Ballbesitz- und Torchancenverhältnisse. Nur eben die Gastgeber dabei effizienter. Die Himmelblauen wollten dann im zweiten Durchgang schnell anschließen. Tarsus Bonga aber haut hier relativ unglücklich etwas am Ball vorbei. Dann kullert der Ball nur in Richtung Tor von Daniel Mesenhöhler. Nun wieder Viktoria Köln. Najar und Sagiri. Ristel, Sagiri wieder nach außen gelegt. Kreier zu Ristel. Das sind schöne Passstaffetten. Ristel! Nicht wirklich stramm geschossen, dieser Ball. Und dennoch wird es irgendwie gefährlich. Der kullert am Kasten vorbei. Aber das hatte Jakubow wohl ganz gut im Auge, dass der nicht den Weg auf den Kasten gefunden hätte. Lang jetzt mit der Flanke und wunderlich das 3:0. Jetzt war alles klar. Nach 79 Spielminuten die Entscheidung. Und der CFC hatte sich nicht so viel vorzuwerfen. Einzig und allein die Tore haben gefehlt. So verlieren sie etwas zu deutlich am Ende mit 3:0 gegen Viktoria Köln. Zum Abschluss des zweiten Spieltages traf der FSV Zwickau auf den ersten FC Magdeburg, bevor es dann am Mittwoch für beide Teams in der englischen Woche weitergeht. Der erste FC Magdeburg hier von Beginn an drückender und Pertl testet dann Brinkis direkt mal zu Beginn dieser Partie. Starke Parade aber eben auch des Zwickauer Schlussmanns. Das 2:4 des ersten FC Magdeburg gegen Braunschweig tat schon wirklich weh und so wollte man hier dann den ersten Dreier einfahren. Aber gegen die Schwäne, die stark gegen den SV Meppen auftrumpften, war es nicht gerade einfach. Dann Schröter mal. Mit dem Abschluss ärgert er sich. So schlecht hat er den Ball hier gar nicht anvisiert, beziehungsweise das Tor anvisiert, den Ball nicht so schlecht getroffen. Der geht dann recht knapp über den Querbalken. Und vorm Seitenwechsel nochmal die Gastgeber. Viteriti, König, Wegkamp legt den Ball auf die linke Seite. Hut nimmt Mjatke mit, wieder Elias Hut. Reinhardt, Schröter. Naja, das war jetzt nicht mehr ganz so gefährlich. Trotzdem, Abschlüsse waren da. Und das 0:0 nach 45 Minuten für den FSV Zwickau vielleicht sogar etwas zu wenig, wobei eben die Chance von Magdeburg in der Anfangsphase wirklich ziemlich groß war. Der Druck der Gäste sollte jetzt aber etwas erhöht werden. Man hat hier den Anspruch, den Dreier mitzunehmen.
diese missglückte Flanke von Bertram stellt aber wiederum für Brinkies gar kein Problem dar, der den Ball dann ohne Probleme einfach abfangen kann. Doch die blauen Gäste wurden jetzt etwas stärker. Preisinger und Beck, der den Ball wieder zu Bertram legt. So, und Bertram, Preisinger, Brinkies. Starke Tat. Wirklich gut, wie er da den Arm ausfährt und im Konter dann. Diese Szene. König gegen Brunst. König gegen Brunst. Was für eine Parade des Magdeburger Schlussmanns. Erst das schon richtig stark und die hier ist dann wirklich sensationell. Der anschließende Eckstoß. Magdeburg bekommt es nicht richtig geklärt. Oder Bass, Reinhardt, Wegkamp. Boah, und schon wieder Brunst. Das war jetzt wirklich ärgerlich für die Gastgeber, die hier den Treffer mittlerweile durchaus verdient gehabt hätten. Ein offener Schlagabtausch jetzt im zweiten Durchgang. Und zum Schluss kam nochmal der SFC Magdeburg über die linke Seite. Laprevot ohne Gegner. Druck läuft allen davon und Sören Bertram köpft den Ball ins Gehäuse. 79. Minute, ist da eigentlich gut gedeckt, aber kommt trotzdem ran und sichert damit den Sieg für die Gäste. Mindestens ein Punkt wäre für Zwickau auch verdient gewesen, aber sie haben verpeilt, ihre Chancen zu verwandeln. So, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wir schauen kurz auf die Ergebnisse. Bayern gewinnt 1:0 gegen den KFC Uerdingen. Braunschweig 1860 2:2. Preußen Münster Jena 0:1. Ingolstadt Duisburg 0:2. Groß Asbach Lautern 1:1. Unterhaching Würzburg Kickers 0:0. Halle gegen Rostock 0:0. Waldhof Mannheim verliert 1:2 gegen Meppen. Viktoria Köln relativ deutlich mit 3:0 gegen den CFC. Zwickau gegen den 1. FC Magdeburg 0:1. Und damit nochmal ein Blick auf die obere Tabellenhälfte. Duisburg auf Platz 1 mit 6 Punkten, dahinter Viktoria Köln, Braunschweig auf Platz 3, dann die Kickers aus Würzburg, 5. Zwickau, 6. Jena, 7. der KFC Uerdingen auf Platz 8, der 1. FC Magdeburg, Ingolstadt auf Platz 9 mit 3 Punkten, der SV Meppen auf Platz 10 ebenfalls mit 3 Punkten. Im zweiten Tableau sieht das dann so aus, Bayern auf Platz 11, dahinter die Münchner Löwen mit 2 Punkten, Rostock auf Platz 13, Kaiserslautern 14., Unterhaching 15., Waldhof Mannheim überm Strich 16., Münster 17., Halle auf Platz 18, dahinter noch Groß Asbach und der Chemnitzer FC. Das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, checkt André gerne aus, oben in der Infokarte. Bis zum nächsten Mal und tschüss.